Hey Leute, auch ich als Blinder kann kochen. Wie das Ganze ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Hier könnt ihr meine Zutaten sehen für eine Gemüsereispfanne. Ich suche mir mal eben erst die Gewürze zusammen und das gestaltet sich etwas schwieriger. Da die meisten Verpackungen sich sehr ähnlich sehen, muss ich erstmal dran riechen, um die Gewürze auseinanderhalten zu können. Ich nutze die portionierten Reisbeutel, weil ich mich sonst verschätze. Stelle einen Timer auf 10 Minuten. 10 Minuten, los geht's. Meine Messer stecken alle in einer Scheide, damit ich mich beim Raussuchen nicht verletze. Dann fangen wir mal an, das Gemüse zu schneiden. Dabei orientiere ich mich mit meiner Fingerkuppe am Gemüse entlang und schneide so schmale Scheiben. Das ganze Gemüse in die Pfanne, nach Augenmaß würzen, haha, und noch der Reis dazu. So, jetzt einmal ein Blick drauf.